das ist so passiert. Ich glaube, sobald wir 100 sind, also sind wir ja schon, aber ich meine, sobald wir einigermaßen gutes Equip haben, was man nicht so schnell verändern kann, werde ich das wieder alles transmoggen. Dann seht ihr ungefähr, was, oder besser gesagt, wie mein Lieblings-Schurke aussieht. Muss da natürlich noch ein bisschen rumfallen, weil ich einige Sachen noch nicht habe. Dafür müsste ich zum Beispiel wieder in Zul'Gurub rein, weil da fehlen mir ein paar Gegenstände, die ich da mit transmoggen möchte. Ich möchte meinen Schurken so grün halten. Wir sind ja Meuchelschurke. Und zum Meuchelschurken, der ja sehr viel mit Giften arbeitet, passt ja die Farbe grün ziemlich gut. Und in Sulaman gibt es halt so eine Rüstung-Set. Naja, was kann man? Das kann man nicht Set nennen, aber so eine Lederrüstung, die sehr grünlich aussieht. Und die gefällt mir einigermaßen gut und dafür bräuchte ich aber noch einigermaßen sehr viel. Also halt Brust, Armschienen, Füße, also den ganzen Schnickschnack noch. Den könnte ich zwar jetzt, glaube ich, alleine machen, weil ich jetzt Level 100 bin und ich glaube schon, dass ich das mindestens alleine irgendwie geradet schaffe. Sind ja immerhin 15 Level Abstand. Na gut, oh, ich sehe da was. Bündel eines Abenteurers. Das heißt, ich müsste... Ja, nein, Moment, Moment. Bevor ich das jetzt vergesse. Ich bin jemand, der sich sagt, ich merk's mir. Und dann vergesse ich die Scheiße. Gehe ich lieber jetzt da hoch und hol mir dieses Bündel. Einfach, weil ich es kann und weil ich es jetzt gesehen habe. Das ist ja mitten ein ins Gesicht gesprungen. Das konnte man ja schlecht übersehen, sagen wir mal so. Wo ist denn der Bündel des Abenteurers? Der ist hier irgendwo, ne? Ah, ich muss mal gucken. Und nicht drauf aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Irgendwo hier war das, ne? Da, ich sehe es, ich sehe es. Das hängt da. Das heißt, ich muss da jetzt sehr vorsichtig hantieren. Eine falsche Bewegung, wir fliegen runter. Ich sehe es. Ah, fuck. Komm schon. Nein! Genau das meinte ich mit der falschen Bewegung. Genau das meinte ich mit der falschen Bewegung. Oh, Bullshit. Wenn ich mich da jetzt hochteleportieren könnte, würde ich es machen. Aber ich glaube, die Reichweite zum Hochteleportieren ist ein bisschen zu viel. Nehme ich halt mir die Gegner hier auf den Weg, damit wir ein bisschen was von der Quest machen. Und versuchen es gleich nochmal. Weiß nicht, ob sich das lohnen wird. Ist echt eine gute Frage, auf die ich momentan keine Antwort geben kann. Aber... wir müssen es probieren. Wir haben ziemlich scheiße gebaut. Ich weiß jetzt, wie wir es ungefähr machen sollten. Oder besser gesagt, ich weiß jetzt, wie wir es nicht machen sollten. Ich werde das... erstens werde ich nicht in Verstohlenheit laufen. Das gibt mir noch zusätzlichen Move Speed. Das war das Dämliche daran. Und zweitens werde ich das im Gehen machen, damit er nicht zu weit nach vorne läuft. Okay, Moment. So, wo ist meine G-Taste? Das ist doch meine G-Taste. Genau. So, jetzt... ich sehe ja nichts wegen diesen scheiß Blättern da. An dem Bündel müsste ich eigentlich rankommen. Komm, immer mit Trippelschritten. Trippelschritte. Jawohl. So, ich bin jetzt da, wo ich es haben wollte. Jetzt kann ich das Ding plündern. Jawohl. Zwar jetzt nichts außergewöhnlich krasses. Zeig mal her. Ja, aber pff, ich glaube, in diesem Augenblick kann man sich nicht beschweren. Das ist zu weit entfernt. Vor allen Dingen, wenn hier noch irgendwo ein Ramop in der Nähe ist. Den Burschen habe ich gesehen. Ich glaube, der ist tot. Ja, jemand hat ihn umgebracht. Klasse. Na egal. Das Gute an den Rahmenmobs, die respawnen ziemlich schnell wieder. Habe ich mir sagen lassen. Und muss die Antiquitäten von Ausnagrand besorgen. Die Dropchance von diesen Ödeanen Ringen ist auch nicht gerade sehr hoch. Also ich merke schon, dass es sehr viel Töten sein wird. Außer wir haben Glück. Dann wird das vielleicht nicht so lange dauern. Ja, hier ist noch einer. Da sehe ich noch hinten einer. Die sich hinter den Tabalugas verstecken. Ja, das habe ich gesehen. Da entgeht mir nix. Wer bist du denn? Grüße, Mann. Okay. Grüße, Mann. Alles klar, Mann. Haben wir hier nochmal? Also ich krieg die Antiquitäten schneller zusammen, als ich diese dämlichen dürren Ringe herkriege.
Oder auch nicht. Wir haben die Hälfte, hier haben wir schon auch die Hälfte. Naja, mal sehen, wie es laufen wird. Also, wir haben auf jeden Fall sehr viel aufstehen. zu allen Dingen haben wir auch sehr viel zum Abgeben. Hier müssen wir abgeben, dann müssen wir hier abgeben und dann müssen wir auch da noch abgeben. Also, wir sind ziemlich in der Abgebersituation. Nicht mehr mit sehr viel machen. Also bedeutet, wir werden vom Questfortschritt vielleicht schon so, wenn es gut läuft, die Hälfte hinkriegen. Das heißt, dann haben wir schon mal die Hälfte aus Nagrand durch. Darf man nicht unterschätzen. Na komm, jetzt geht drauf. Also hier mich auf die Nerven zu gehen, ist nicht gerade die beste Lösung. Oder auch die schlauste. Braucht noch welche von euch. Ohne euch läuft das hier nicht, meine lieben Freunde. Alles klar. Gut, eine Dönerring haben wir. Jetzt müssen wir nur noch hier ein bisschen was sammeln. Nicht, dass wir die Teile zu schneller zusammenbekommen als diese hier. Okay. Oh! Gleich beim ersten Gegner wieder. Gut, dann brauchen wir noch einen. Ich muss mal gucken, wo hier einer sein könnte. Wird dann sozusagen sagen, dass wir hier nach hinten wieder hingehen. Weil ich nichts bemerkt habe und einen vorbeigelassen habe. Sprich, hier ist noch einer. So, das machen wir auch noch. Kabam! Fertig! Das heißt, wir sind jetzt hier durch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt dahin, geben ab, geben ab, geben ab. Machen, was, wenn das da was zu machen gibt, und bewegen uns weiter nach unten. Das ist der Plan. Fürs Erste. Bin gespannt, wie schnell wir mit der Kapitelfortschritt kommen. Also es ist ja, oder besser gesagt, Geschichtsfortschritt meinetwegen. Kann ja nicht so viel sein. Also mindestens die Hälfte glaube ich schon, dass wir die da rausballern. Dafür habe ich viel zu viel gemacht. Da hast du die irdenen Kerne. Ja, was wollt da ihr? Hast du die Antiquitäten. Zeit ist Geld. Ach, was ist das? Ach, nö. Bleibt gut drauf. Es ist schön, dass ich helfe. Na gut. Damit hätte ich eigentlich rechnen müssen. Teleporter-Signal platziert. Okay, das ist ja einigermaßen was Leichtes und mysteriöse Artefakte gesammelt. Sollten wir auch, glaube ich, hinkriegen. Nichts, was schwierig ist. Bin nur gespannt, wo jetzt hier der Teleporter aufgestellt werden. Ach, ich sehe wieder das Ramob. Hier, Großfeder, die holen wir uns gleich mal. Oder den, oder das. Wie jetzt? Benötigt eine Sekunde, what the fuck? Also ich würde sagen, ich habe hier eigentlich meinen Job gemacht und den Teleporter aufgebaut, wo ich ihn aufbauen sollte. Hier ungefähr. Na gut. Wo ist denn wieder das Ramob? Ist schon weg oder was? Oh. Unglaublich. Das Ding stirbt schneller, als ich zählen kann. Vielleicht ist es ja hier drin, wo wir den Kack-Teleporter aufbauen müssen. Ach ja, Tatsache. Der Teleporter ist da vorne. Hervorragend. Noch besser wäre es, wenn die mir auch Artefakte droppen würden. Da wäre ich... Nee. Also wenn schon, wenn die Dropchance so ist wie bei denen in den dürnen Ring da, diese dürne scheiß Kerne aufsammeln, dann wird das noch eine Weile dauern. Aber wir haben das gute Glück, die Dinger droppen auch, oder besser gesagt, liegen auch hier schon auf dem Boden platziert. Das heißt, wir müssen uns nicht unbedingt hier mit Ogre töten. Obwohl, die ein bisschen die Dummheit aus der Welt schaffen wäre nicht schlecht, aber... Dummheit in gewissen Maßen schadet nicht. Habe ich mir mal sagen lassen. Ist nicht meine Ansichtsweise. Okay. Also töten, sammeln, töten. Mhm. Oh, gleich zwei. Ihr Schlawiner. Da denkt ihr, kriegt mich? Nein. Obere Schwarzfeldspitze. Ja, das muss erstmal einen Moment hier warten.
Ich möchte hier erstmal hier die kleinen Orgas polieren und die Truhe aufheben. So, jetzt können wir gerne. Los geht's! Ach, schon wieder ein DD fehlt. Das ist ja, doch nicht.